In den Schlagzeilen ist Kenia derzeit ja eher mit seinem politischen Chaos. Aber es gibt eben auch eine andere Seite. Nairobi, Kenia. Fernab der politischen Krisen im Land hat sich hier eine junge, aufstrebende Hardcore-Metal-Szene entwickelt. Wir besuchen drei der wichtigsten Bands. Die treten heute Abend auf dem This is Africa Festival auf. Klar sieht das noch beschaulicher aus als in den meisten europäischen Ländern. Aber darum geht's auch nicht. Du kannst deinen Emotionen freien Lauf lassen, egal ob im Moshpit oder auf der Bühne. Für mich ist das die ehrlichste und direkteste Form, sich auszudrücken. In Kenia laufen die Dinge nun mal selten wie geplant. Heavy Metal bringt das einfach am besten rüber. Mahia Mutua muss es wissen. Er spielt bei Last Year's Tragedy, der populärsten Metalband Kenias. Ach ja, und ist nebenbei Nachrichtensprecher. Für eine Karriere als Profimusiker ist die Szene einfach noch zu klein. Ohne das Internet hätten wir all unsere Musikseelenverwandten nie gefunden. Erst auf den Konzerten trafen sich die Leute mal persönlich und gründeten Bands. Aber ohne das Internet geht nichts in Kenia. Du kannst ein super Gitarrist sein, aber wo findest du sonst einen Bassisten, einen Drummer, der Double Bass spielen kann? Wo findest du die Double Bass Pedale, das Equipment, einen Proberaum, Strom? Die Realität sieht dann meistens so aus wie bei der Band Rash. Equipment im Schlafzimmer, Merch in der eigenen WG. Schlagzeuger Gakosch und Gitarrist Max machen sich auf den Weg zur Bandprobe. Die findet downtown Nairobi statt. Das ist zwar nicht weit weg, dauert aber bei den Straßenverhältnissen trotzdem locker eine Stunde. Rash singen teilweise auf Swahili und prangern Missstände in der kenianischen Gesellschaft an. Das reicht von Wilderei über Korruption bis zur allgegenwärtigen Smartphone-Sucht. Kenia ist immer noch sehr konservativ, obwohl es sich so schnell entwickelt. Es ist ein sehr christliches Land, deshalb haben viele Leute Angst vor Metal. Sie denken, das sei dämonische Musik, weil der Sound so aggressiv ist. Die Metal-Kultur braucht mehr Aufmerksamkeit. Schließlich geht es bei uns nicht um den Teufel, Blut oder darum, Fledermäuse zu essen. Es gibt viele christliche Bands hier mit positiver Message. Wenn sie nicht gerade proben, arbeiten alle Bandmitglieder von Rash in einem Fulltime-Job. Schlagzeuger Gakosch ist Matatu-Fahrer. Das ist eine Art Sammeltaxi und das mit Abstand am häufigsten genutzte Fortbewegungsmittel in Nairobi. Eines Tages spielen wir vielleicht auch mal in Deutschland oder irgendwo anders außerhalb dieses Kontinents. So bekommen wir vielleicht ein Gefühl dafür, wie es da draußen ist. Und wir werden sehen, wie die Leute auf ein paar schwarze Jungs reagieren, die Rockmusik machen. Im Moment kriegen wir das noch nicht hin.
Wir müssen erstmal unsere Rechnungen bezahlen und stecken das Geld in die Band, um irgendwann von der Musik leben zu können. Habe ich einen Platten? Sieht so aus, als wäre meine Federung hinüber. Hier ist sie gebrochen. Derweil kämpft Jai von der Band Crystal Axis mit ganz anderen Problemen. Der 23-Jährige arbeitet auf der Farm seiner Eltern und versucht dennoch, Zeit für seine Musik zu finden. Jetzt ist eine der Kühe krank geworden. Meine Zeit verbringe ich größtenteils mit der Arbeit hier auf der Farm. Da wird es oft schwierig, Zeit für die Bandproben zu finden. Am Wochenende zum Beispiel wollten wir spielen, aber dann ist das mit der Kuh passiert. Also haben wir erst Sonntag abgesagt, dann Montag abgesagt und heute müssen wir unbedingt fürs Festival proben, weil uns sonst die Zeit davon läuft. Wie echte Rockstars kommen wir natürlich zu spät zur Probe. Die Band hat Jai schon zu Schulzeiten gegründet. Am Anfang coverten sie Songs von Rage Against the Machine. Mittlerweile schreiben sie auch eigene Musik. Was für eine Verschwendung, ey. Schande über deine Kuh. Die ist doch sowieso fast tot. Yo, what happened? Jai hat in England Jura studiert und dort immer wieder erfahren, wie verzerrt der Rest der Welt Afrika wahrnimmt. Zum Beispiel, als er dort ganz normal in einen Metal-Club ging. Ich lief da rein mit ein paar Leuten aus meiner Uni und alle haben mich angestarrt. So nach dem Motto, hast du dich verlaufen? Ich habe denen dann erst mal erklärt, dass ich zwar aus Kenia stamme, wir da aber durchaus auch eine Metal-Szene haben. Die dachten, ich verarsche sie. Erst als ich anfing, Bandnamen wie Gojira oder Meshuggah aufzuzählen, meinten die damit einmal, wow, krass, sowas hört ihr in Afrika? Afrika ist nicht nur Armut und Kinder, die betteln. Es ist natürlich viel mehr als Staub und Dreck und bettelnde Menschen. Es kommen sehr viele schöne Sachen aus Afrika. Dieser Kontinent entwickelt sich. Natürlich gibt es Orte, die dringend Hilfe benötigen, aber die Situation ist nicht hoffnungslos oder verloren. Afrika ist einer der am stärksten wachsenden Kontinente der Welt und es kommt jede Menge Hoffnung und Energie von hier. Wenn du mich fragst, Afrika ist nicht aufzuhalten. Das zeigt sich am Abend auch beim Metal Festival in Nairobi. Die Fans feiern ihre Helden von Rash und Crystal Axis. Und irgendwie feiert sich die Szene auch ein bisschen selbst. Zum ersten Mal überhaupt kommt der Headliner aus dem Ausland. Stick to Your Guns aus Kalifornien sind zu Gast und beweisen, Gitarrenriffs verbinden manchmal mehr als Worte. Metal ist wie eine große Familie. Jeder weiß, was ein Stage-Dive ist, die Wall of Death oder Headbangen. Auch wenn unsere Haare vielleicht nicht so lang sind. Es ist etwas, das du liebst. Eine Art universeller Code, der auf der ganzen Welt gilt. Egal, ob du in Nepal lebst, in Asien oder in Afrika, jeder versteht die Metal-Hand. Es ist ein globaler Code, etwas, das die Menschen zusammenbringt. Menschen zusammenzubringen ist selbsterklärtes Kernziel aller Einhörner dieser Erde. Neben freier Liebe.